Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde, bei VideoWissen mit einer Aufzeichnung der Fragerunde im Anschluss zum Vortrag von Matthias Bartelmann zum Thema dunkle Materie oder dunkle Gravitation. Der Vortrag fand hier in Sonneberg im Hörsaal des Astronomiemuseums statt. Und jedes kosmologische Thema, kann man sagen, zieht eine Reihe von Fragen nach sich und die werden hier erörtert und profund beantwortet. Viel Spaß. Die Frage war, es wird gelegentlich behauptet, dass es eine fünfte Kraft zusätzlich zu den vier bekannten Kräften gibt, die so schwach ist, dass sie nur auf galaktischen Skalen beobachtbar ist und ob man die auch auf die Weise erklären könnte. Ja, das stimmt. Das geht darauf zurück, dass man versucht, die einsteinische kosmologische Konstante nicht als das zu nehmen, wie was Einstein eingeführt hat, nämlich als Konstante, sondern als dynamische Größe. Und dass man dann aber dieser dynamischen Größe eine weitere Wechselwirkung zuordnen muss, und das ist diese fünfte Kraft, so kann man das einführen. Es gibt bisher nichts, was dagegen spricht. Es gibt aber bisher auch nichts, was dafür spricht. Also, was empirisch dafür spricht. Aber es ist möglich, dass das tatsächlich eine zutreffende Deutung ist. Ja. Ja, also die Frage ist zunächst nach der Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie und inwieweit die Neutrinos, die entstehen im Inneren eines Sterns, sozusagen einen Energieverlust herbeiführen oder inwieweit die Energie, die diese Neutrinos mit sich tragen, einfach verschwindet. Und die weitergehende Frage war, wie dicht muss eigentlich Material sein, so dass Neutrinos es wesentlich aufheizen können? Also, zunächst zur Energieerhaltung in der allgemeinen Relativitätstheorie, das ist ein schwieriges Thema, aber Neutrinos entstehen durch die Kernfusion im Inneren von Sternen. Die tragen Energie mit sich und die Energie wird wegtransportiert. Das heißt, die geht im Stern verloren, das ist ein Kühlungsmechanismus für den Stern. Die Energie bleibt sozusagen existent, aber sie verteilt sich. So, und wie dicht das Material sein muss, es muss ungefähr so, oder fast so dicht sein wie Kernmaterie selbst, so dass die Neutrinos tatsächlich wesentlich zu seiner Aufheizung beitragen können. Gut, die Frage war, was ist wahrscheinlicher, der Big Rip oder der Big Crush? Also, der Big Rip heißt übersetzt das große Auseinanderreißen. Der Big Crush heißt das große Zusammenstürzen. Ja. So. Die Frage ist also, wird das Universum sich immer weiter ausdehnen oder wird es irgendwann wieder zusammenfallen? Nach allem, was wir jetzt wissen und was wir jetzt anhand von Daten interpretieren, ist ein Crush, ne, ein Zusammenstürzen, vollständig ausgeschlossen. Also wenn das stimmt, dann würde es bedeuten, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt. Und die Frage war dann, ob es sozusagen immer weiter abkühlt und einfach sozusagen langsam verläuft. Ja. So sieht's aus, ja. Also die Frage war, welche Rolle spielen Gravitationswellendetektoren bei der Erforschung der dunklen Materie? Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass die Rolle, die Gravitationswellendetektoren spielen, in absehbarer Zeit sehr, sehr groß wird. Falls sich nämlich tatsächlich herausstellen sollte, dass dunkle Materie aus schwarzen Löchern zusammengesetzt ist. Was immer noch möglich ist. Ja. Wenn die dunkle Materie, wie lange Zeit vermutet wurde, aus Elementarteilchen besteht, dann spielen Gravitationswellendetektoren zur Erforschung dunkler Materie praktisch keine Rolle. Also es hängt davon ab, wodurch zusammengesetzt ist, woraus wir auch sehen können, mit Gravitationswellendetektoren könnte es möglich sein, Antworten auf die Frage zu geben, was dunkle Materie eigentlich ist. Also die Frage war, wir gehen ja von der Urknalltheorie aus und wir beobachten eine beschleunigte Expansion des Universums. Wie kann es sein, dass Galaxien überhaupt aufeinandertreffen? Das liegt daran, dass Galaxien ja selbst Massenkonzentrationen sind, die sich gegenseitig anziehen. Und dass die Schwerkraft, die sie aufeinander ausüben, der beschleunigten Expansion des Universums entgegenwirkt. Und wenn die Galaxien nahe genug zueinander stehen und nur dann,
dann kann die Gravitation, die sie beide aufeinander zubeschleunigt, stärker sein als die Beschleunigung durch die kosmische Expansion. Also sie müssen sich nahe genug stehen, damit das geht. Also die Frage bezieht sich auf meine Äußerung, als ich das Ergebnis von David Lovelock gezeigt habe und gesagt habe, dass Lovelock auch festgestellt hat, dass Gravitation anziehend und abstoßend gleichzeitig sein kann. Nämlich anziehend auf kleinen Skalen und abstoßend auf großen Skalen. Und da kann ich nur sagen, so ist es, ja. Genau, das ist die einfachste Erklärung für die dunkle Energie, ja, das ist die kosmologische Konstante. Und Lovelock hat eben gezeigt, die ist nicht aus Einsteins Willkür in diesen Gleichungen, sondern aus mathematischer Notwendigkeit. Und unsere Messungen zeigen eben, dass auf kosmologischen Skalen Gravitation abstoßend wirkt, während sie auf kleinen Skalen anziehend wirkt. Und sie hat beide Anteile, ne? Ganz ähnlich wie es einen anziehenden, abstoßenden Teil der elektromagnetischen Wechselwirkung. Lovelock hat gezeigt, dass Gravitation beschrieben wird durch zwei Naturkonstanten und beschrieben werden muss durch zwei Naturkonstanten. Und die eine davon ist die Newtonsche Gravitationskonstante und die andere davon ist die kosmologische Konstante. Ah, okay, Sie fragen nach dem Wellencharakter der Gravitation. Das heißt, okay, ja, jetzt gibt es zwei Deutungen. Die eine ist, Sie sprechen von Gravitationswellen. Und die andere ist, Sie sprechen von der Quantennatur der Gravitation. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Gravitationswellen meinen. Gravitationswellen interferieren wie alle Wellen, ja. Ja, gut, okay, also die Frage zielt darauf, dass man, wenn man solche Darstellungen benutzt, wie ich sie vorhin verwendet habe, dass man hier die Raumzeit zweidimensional darstellt, hat einfach darstellerische Gründe. Ne? Also man muss sich, ich weiß nicht wie genau, man muss sich das dreidimensional vorstellen. Was man sich eigentlich vorstellen muss, ist das, halt mal dagegen, auf der anderen Seite, einfach dagegen halten, in der Mitte ein bisschen. Schauen Sie, eigentlich wäre das bessere Bild, wenn man diesen dreidimensionalen Würfel jetzt von jeder Seite her so eindrückt, das wäre eine bessere Darstellung oder eine zutreffendere Darstellung als diese zweidimensionale, die ich hier gewählt habe. Deswegen, nee, zweidimensional ist da gar nichts. Im Gegenteil, in zwei Dimensionen funktioniert Gravitation nicht. Ja, also die Frage zielt darauf, ob man, also zunächst sagten Sie, dass Einstein und Hawking die Quantenmechanik mit der Gravitation vereinigen wollten. Und weitergehend hatten Sie gesagt, ob nicht ein quantenmechanischer oder quantentheoretischer Ansatz diese Theorien ersetzen könnte. Also, Einstein hat sicher nicht versucht, die Quantentheorie mit der Gravitation zu vereinheitlichen. Er hat nach einer Weltformel gesucht, aber er war bis zum Ende seines Lebens nicht von der Quantenmechanik überzeugt. Er hat den Nobelpreis für die Lichtquantenhypothese bekommen, die tatsächlich einen Anstoß für die Quantenmechanik gegeben hat und hat dann später die Quantenmechanik, sagen wir mal, grimmig in Frage gestellt. Gut, Hawking hat tatsächlich einen Ansatz gewählt, um Gravitation mit der Quantentheorie zu verbinden. Es gibt zwei Ansätze dazu. Der eine ist die Stringtheorie, der andere ist die sogenannte asymptotische Sicherheit. Beide gehen letzten Endes von konventionellen Quantenfeldtheorien aus und versuchen, die zu verbinden mit Theorien der Raumzeit. Und dann ist die Frage, zu welchen wahrnehmbaren Gravitationstheorien führen solche Quantentheorien? Und eine ganz wichtige Frage ist dabei, kommt dabei die allgemeine Relativitätstheorie raus oder was anderes? Das wissen wir nicht, aber das ist ein Gegenstand intensiver Forschung. Die Frage zielt auf wieder die Aussage, dass Gravitation bei großen Entfernungen abstoßend wird. Und ein Teil der Frage ist, ab welchen Entfernungen eigentlich und ob man dieses Verhalten mit Antigravitation bezeichnen könnte. Also, Antigravitation würde ich nicht sagen, denn Antigravitation würde bedeuten, dass man, oder würde zumindest nahelegen, dass man es mit sowas wie einer Gravitation auf Antimaterie zu tun hätte oder so, die nachgewiesenermaßen nicht zu unterscheiden ist von der Gravitation auf Materie. Deswegen würde ich es nicht Antigravitation nennen, sondern abstoßende Gravitation. Sie müssten den Stuhl, damit er sich von Ihnen entfernt, statt Sie anzuziehen, in eine Entfernung von ungefähr
ungefähr einem Gigaparsec bringen, also ungefähr 3 Milliarden Lichtjahre. Also die Frage war zunächst mal, oder sie zielt darauf, dass Lovelock diese beiden Konstanten eingeführt hat, A und B, und dass erst die Beobachtung zeigt, ob beide positiv, beide negativ, eine negativ und so weiter ist. Das heißt, Lovelock hat streng genommen gezeigt, Gravitation hat 2 Komponenten. Dass die eine davon abstoßend ist, zeigt zusätzlich die Beobachtung. Gut, und dann war deine weitergehende Frage ja, okay, die eine könnte null sein. Stimmt, dann wüssten wir aber gerne einen Grund dafür. Also dann, wenn jemand sagt, ja, die setze ich null, dann würde ich sofort zurückfragen, warum dann nicht die? Es gibt keinen konzeptionellen Unterschied zwischen den beiden. Trotzdem, es ist eine Möglichkeit, ja. Und dann müsste man die dunkle Energie auf andere Weise erklären, ja. Ja. Also die Frage war, ist mit dieser abstoßenden oder entgegengesetzt wirkenden Gravitation die Expansion des Universums gemeint? Und die Antwort ist nein. Was aber damit gemeint ist, ist die Beschleunigung dieser Expansion. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, wie kann ich dann überhaupt unterscheiden zwischen anziehender und abstoßender Gravitation, wenn das Universum sich ohnehin ausdehnt? Also die Unterscheidung geht so, stellen sich 2 benachbarte Punkte vor, die sich mit der Raumzeit bewegen, die von der Expansion der Raumzeit mitgenommen werden. Zeit läuft so. Ja? So, jetzt können Sie den Abstand dieser beiden Punkte voneinander messen. Wenn der im Lauf der Zeit mit der Zeit linear zunimmt oder schwächer, das heißt, wenn die Kurven entweder so verlaufen oder so, dann nenne ich Gravitation anziehend. Wenn der Abstand aber schneller anwächst als linear, wenn also die beiden Kurven sich voneinander wegkrümmen, dann nenne ich Gravitation abstoßend. Die Frage war danach, dass ich gesagt hatte, schwarze Löcher kämen als Kandidaten für dunkle Materie in Frage. Und letzten Endes fragen Sie, warum habe ich sie dann nicht gesehen? Es gibt in dem möglichen Massenspektrum von schwarzen Löchern noch einen relativ weiten Bereich, der uns praktisch durch keinerlei Beobachtung zugänglich wäre. Zu klein für ein zu klein, als dass wir sie anhand des Gravitationslinseneffekts sehen können. Zu groß, als dass sie schon hätten verdampfen können. Und diese Nische ist immer noch relativ weit. Und das heißt, es gibt einen Bereich von massenschwarzen Löchern, in denen sie uns bisher tatsächlich nicht aufgefallen wären. Die Frage zielt letzten Endes darauf, dass schwarze Löcher ja sehr gleichmäßig verteilt sein müssten, wenn sie die dunkle Materie erklären sollen. Und da zeige ich Ihnen dieses Bild nochmal als Gegenbeispiel. Sie sehen anhand der Verteilung der Galaxien, dass die Materie keineswegs gleich verteilt ist. Und das heißt, wenn wir dunkle Materie durch schwarze Löcher erklären wollen, dann müssen an Stellen, wo wir besonders viele Galaxien sehen, wie zum Beispiel bei diesen Knoten hier oben, auch besonders viele von diesen schwarzen Löchern stehen. Und Sie hatten danach gefragt, wie viele davon ich bräuchte. Die mittlere Materiedichte im Universum ist ungefähr 1 Galaxienmasse pro Kubikmegaparsec. Oder ungefähr 5 Protonen pro Kubikmeter. Also die Materie im Universum ist extrem verdünnt. Also die Frage war, könnten die Neutrinos die dunkle Materie sein? Die Antwort ist nein, weil es viel zu wenige sind, als dass sie die Materie im Universum erklären könnten. Und die sind viel zu schnell. Die würden nicht klumpen. Das heißt, mit Neutrinos können sie Strukturen, wie wir sie hier sehen, nicht erklären. Die Masse einer Zwerggalaxie zum Beispiel würde nicht reichen, um die festzuhalten. Man kann schwarze Löcher nur im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie beschreiben. Und die allgemeine Relativitätstheorie sagt, die Zeit in einem schwarzen Loch kann nicht stillstehen. Gut, weiße Löcher entstehen dadurch, dass man die sogenannte Kruskal-Fortsetzung der Schwarzschildmetrik konstruiert und feststellt, es ist eine doppelte Überdeckung der Schwarzschildraumzeit. Das sind rein hypothetische mathematische Gebilde, von denen man nicht weiß, ob sie tatsächlich existieren. Mit dem Urknall haben sie nichts zu tun, weil sie genauso wie die schwarzen Löcher auch Vakuumlösungen der einstelligen Feldgleichung sind, die stationär und kugelsymmetrisch sind. Das hat mit kosmologischen Lösungen nichts zu tun.